Hallo allerseits. Ich hatte eigentlich erstmal vor, keine Videos zu drehen, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt so einen dermaßenen Schwung an Videos hochgeladen, dass ich gedacht habe, die Leute haben jetzt erstmal Probleme damit, das die ganze Zeit überhaupt durchzugucken und haben eigentlich schon überhaupt gar keinen Überblick, so wie ich an sich auch keinen Überblick mehr habe. Aber dann hat mich abends so Glättemie so nett gefragt, ob ich ein Video hochlade, da er seinen Schuss braucht und ich meinen Schuss sowieso schon jeden Tag brauche. Habe ich gedacht, okay, jetzt bist du angefixt, jetzt willst du noch ein Video hochladen, so zum Ende der Woche. Ja, jetzt sitze ich hier wieder mit meinen ganzen Pflegepräparaten. So als Info zu diesem Video, das wird jetzt erstmal wieder ein längeres Video. Für die Leute, die das nicht mögen, bitte abschalten. Für die Leute, die mein Gesabbel ertragen, ja, viel Spaß beim Zugucken. Und es wird jetzt wieder ein Video werden, halt eben über die Dr. Hauschka-Pflege, über mein Paket, in dem ich euch aber erst nächste Woche oder halt eben in den nächsten Wochen alles genau zeigen werde, weil ich die Produkte, die ich jetzt bei Bräuninger bestellt habe, erst noch genau reviewen möchte, um dazu dann eine ehrliche Meinung abzugeben, weil ich möchte das Ganze erstmal richtig testen, weil ich habe festgestellt, dass wenn ich Sachen nur ein- oder zweimal verwende, wie heute zum Beispiel das Tönungsfluid, von dem ich nur ein ganz klitzekleines bisschen benutzt habe, das sieht man sowieso nicht, weil ich überbelichtet bin und weil ich eh ein so heller Typ bin, dass es vielleicht nur eine leichte Pfirsichbräune ist, wenn überhaupt. Ja, ich möchte das halt eben genau reviewen, weil bei so teuren, wirklich teuren Produkten die Leute wirklich eine ehrliche Meinung recht wichtig ist. Und ich denke mal, wenn ich das dann mehrmals verwende, kann ich dann erst richtig was dazu sagen. Und deswegen werde ich das euch in den nächsten Wochen erst so verbreitet miteinander vorstellen. Aber das ist ja gar nicht mal so schlimm, denn ich habe ja genügend Sachen zum Zeigen und ich habe ja auch genügend Sachen, die ich so noch mal näher drauf eingehen könnte und vorstellen könnte. Und so kriegt auch I'm so glad to be seinen Schuss. Und er hat ja gesagt, es reicht auch völlig, wenn ich die Video, wenn ich die Sachen einfach nur in die Kamera halte. Und das mache ich ja sowieso immer total gerne. Einfach mal so Dinger in die Kamera halten. Ja, dann werde ich heute wahrscheinlich noch ein wichtiges Thema in diesem Sabbel-Video nebenbei mit abkaspern und das ist Foundation. Ja, weil ich mir auch Foundation von Dr. Hauschka zugelegt habe und dazu werde ich dann auch noch ein paar Sachen verlieren. Bedenkt aber bitte auch diese Sachen alle, bis auf die, wo ich die genauer ausführe, habe ich alle auch noch nicht richtig getestet. Ich weiß also nicht, wie der Langzeiteffekt ist. Ich teste das Ganze jetzt einfach erstmal über mehrere Wochen. Gut, dann fange ich an zu meiner täglichen Routine jeden Morgen. Ich fange normalerweise mit der Gesichtswaschcreme von Dr. Hauschka an, aber jetzt zur Zeit probiere ich gerade die Reinigungsmilch von Dr. Hauschka. Ich habe hier sie noch in Probengröße, sieht so aus. Ja, ist auch schon mächtig durchgenommen, also furchtbar. Sie sind immer, also ich versuche mich schon zu beherrschen, aber man neigt immer dazu, noch ein bisschen mehr zu benehmen. Und in dieser netten Anleitung, die man hier dabei bekommt, habe ich ja schon mal gezeigt, steht meistens auch drinne. Ich muss mal gucken. Ja, dass die Reinigungsmilch eigentlich ein Make-up-Entferner sein soll, aber man kann sie auch so zur Reinigung morgens und abends anwenden. Ja, und es ist also auch als Ersatz für die Gesichtswaschcreme geeignet. Das fand ich eigentlich ganz gut, dass ich mal mehrere Produkte von Dr. Hauschka mal so ausprobiere und mich nicht nur auf diese Gesichtswaschcreme versteife. Ich muss sagen, sie kriegt recht gut Schmutz vom Gesicht runter. Sie riecht sehr angenehm. So wie fast alle Produkte von Dr. Hauschka. Sie hat so eine milchig-weiße Flüssigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie erkennen könnt. Ich hatte die mal hier so ein bisschen. Nee, könnt ihr nicht erkennen. Das ist so eine eher cremige Konsistenz, die so ein bisschen, naja, ein bisschen fetthaltiger auf der Haut ist, wenn man sich damit wäscht, als jetzt die Gesichtswaschcreme, die man ja nur ins Gesicht eindrückt. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich hinterher mit einem Wattepad und Toner da drüber gehe, wie ich es jetzt seit kurzem mache nochmal, um die Produkte aufzubrauchen, dazu sage ich aber gleich was, habe ich das Gefühl, es kriegt schon seltsamerweise dadurch, obwohl es so cremig ist, ganz schön Schmutz von der Haut runter. Und das finde ich echt extrem gut von ihr, muss ich wirklich sagen. Es riecht halt eben angenehm. Danach mache ich meistens normalerweise das Gesichtstonikum, was ich jetzt im Bad stehen habe, wo ich mich jeden Tag nicht mit einsprühe. Ich mache es wirklich auch so, dass ich das auf die Handfläche mache und dann das ins Gesicht eintupfe, weil ich das Gefühl habe, es braucht nicht mehr, außer morgens vielleicht nochmal das Gesicht zu stärken und zu befeuchten. Ja, es muss jetzt nicht irgendwie gesprüht werden 10.000 Mal. Es reicht wirklich, wenn man da eine geringe Menge drauf macht und das Gesicht nur befeuchtet, das dann schön einziehen kann und dann kann man weitermachen. Ja, zurzeit versuche ich halt eben, obwohl ich letzte Woche bei meinen Pflegeflops gesagt habe, dass ich das eigentlich nicht mehr benutzen möchte,
den Au Klarmacher Anti-Pickel-Gesichtswasser und das auch nur, weil ich mir jetzt Nachschub geholt habe und ich den gerne irgendwie alle machen will. Ihr seht auch schon, es ist schon ein bisschen was raus. Ich sag's mal so, das Garnier-Zeug kaue ich mir auf jeden Fall nicht nochmal auf die Haut drauf, weil ich Angst habe, dass meine Haut dann durchdreht. Aber hier ist wenigstens kein Alkohol drin, ne? Es riecht nicht nach Alkohol. Ich gehe mal davon aus, dass da kein Alkohol drin ist und es spannt nicht so auf der Haut. Man hat zwar auch, wenn man da mit einem Wattepad über das Gesicht geht und es steht ja auch antibakteriell drauf, ja, es desinfiziert die Haut ganz nett und so, aber es ist halt eben nicht dasselbe wie das Tonikum. Aber ich habe das Gefühl, meine Haut dreht mit AOC wenigstens nicht so sehr am Rad. Also ich habe da bis jetzt noch keine negativen Nebenwirkungen irgendwie festgestellt, als jetzt bei als jetzt irgendwie bei Garnier. Also da habe ich echt negative Hautreaktionen bekommen. Und deswegen finde ich das hier immer noch ganz angenehm. Ich versuche es leer zu kriegen, weil ich will danach wirklich nur noch das Gesichtstonikum Spezial benutzen. Und ich kam aber auch mit dem Gesichtstonikum für normale Haut klar. Also ich kam mit beiden Tonikums total gut klar. Es hatte super Effekte auf meine Haut. Also von daher, das spielt für mich eigentlich keine Rolle, welches von beiden man sich zulegt. Man neigt halt eben dadurch, dass man selber unreine Haut hat, eher zu dem Gesichtstonikum Spezial. Ja. Da benutze ich mein Gesichtsöl und meistens beim Gesichtsöl ist es so, dass auch durch den Tipp von I'm So Glad To Be vermische ich mit Wasser. Und was ich aber dann zusätzlich noch mache, ist, dass ich halt eben das noch mit irgendeiner Creme vermische, um diese Konsistenz von diesem Öl zu ändern. Ein bisschen, um das dann leichter an die Haut einmassieren zu können, dass das nur noch ein Schritt ist, dass es nicht drei, vier, fünf Schritte morgens sind, sondern halt eben nur diese drei Schritte und diese zwei Schritte abends. Außer man macht halt eben eine Maske. Weil ich finde, sonst ist das wieder so derbe viel. Und so ist es halt eben auch die Konsistenz ein bisschen anders und ist anders von dem Öl und es dringt auch ein bisschen tiefer in die Haut ein. So habe ich zumindest das Gefühl. Es bleibt nicht so ein Film über und davon kriege ich halt weniger Pickel, als wenn ich das Öl pur benutze. Das ist bei mir irgendwie der totale Tod. Also ich weiß auch nicht. Also das funktioniert bei mir nicht. Ja, da habe ich momentan halt eben noch die Gesichtsmilch. In Probengröße, die habe ich mir auch noch nicht gekauft, weil ich bei der noch ein bisschen irritiert bin, dass die recht gelblich und flüssig ist. Und sie riecht auch leicht seltsam. Ein bisschen wie Zahnpasta. Ja, auch so mit Pflanzen, man merkt das wieder. Aber da bin ich mir noch nicht so sicher, was die für einen Effekt hat. Ich habe die heute Morgen das erste Mal verwendet, weil meine Rosencreme leider alle ist, aber ich habe ja Nachschub. Ich werde das jetzt aber erstmal aufbrauchen, weil ich mal den Effekt testen will von diesen Präparaten. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob die für meine Haut konzipiert ist. Aber bis jetzt habe ich kann es ja noch nicht sagen, aber bis jetzt habe ich noch keine Nachwirkung irgendwie. Bloß halt eben, dass er anders riecht und eine andere Konsistenz hat. Ja, und wenn ich dann damit fertig bin, muss ich diese Gesichtscreme Quitte noch benutzen. Und da bin ich ja, Moment, da bin ich ja noch total unsicher, was die anbetrifft, weil ich habe gehört, das ist eher für sehr, sehr trockene Haut und die soll sehr reichhaltig sein. Aber mein Gott, ich habe auch die Tagescreme in reichhaltig Rose benutzt. Also Tagescreme, Rosencreme, reichhaltig, nicht die leichte, ne? Und muss sagen, okay, die Haut glänzt bei mir so oder so, aber ich fand den Schutz für die Haut an sich jetzt vor diesen umweltbelastenden Stoffen gar nicht mal so schlecht und deswegen wäre ich wahrscheinlich mit der hier auch klarkommen. Also ich habe es jetzt sowieso, ob das jetzt für meine Haut konzipiert ist oder nicht und ob das jetzt direkt für unreine Haut ist oder nicht, ich habe mit noch keinem Dr. Hauschka-Produkt irgendwie direkt so eine negative Wirkung gehabt, außer wenn ich zu viel davon benutzt habe. Ich habe irgendwie diese Feststellung gemacht, weswegen ich auch vor einem Jahr aufgehört habe, Dr. Hauschka erstmal zu verwenden und wieder zu normalen Produkten übergegangen bin, dass ich das zu viel benutzt habe und durch dieses zu viel ist genau der nachteilige Effekt eingetreten. Jetzt, da ich das schön wenig benutze und nach Anleitung benutze und halt eben auch immer ein bisschen weniger als zu viel, habe ich das Gefühl, dass genau der Effekt eintritt, den ich eigentlich haben will. Natürlich braucht man auch ein bisschen Geduld, dass die Haut sich von heute auf morgen nicht bessert. Das ist klar, das braucht mehrere Wochen. Ja, und deswegen, ich versuche Geduld zu haben, ne? Ja. Gesichtscreme Quitte. Wollen wir mal sehen, was sie für einen Effekt hat in den nächsten Wochen. Jedenfalls werden diese drei Proben erstmal in den nächsten Wochen aufgebraucht, bevor ich das andere anfange. Ja, da habe ich erstmal genügend, was ich benutzen kann. Es ist ja auch sehr. Ich komme mit solchen Proben, komme ich wirklich mehrere Wochen aus. Wie gesagt, da waren noch mehr Proben drin und ich komme mittlerweile heute die vierte Woche damit schon aus. Also einen Monat. Ja, ich habe mit zwei solcher Probenpackungen über 3 Monate überlebt. Ich schaffe das. Ja, ich versuche das wirklich extrem selten zu benutzen, weil es ist natürlich auch so eine Sache, es ist teuer, das Zeug. Ja, und ich möchte es auch schätzen. Und deswegen, wenn man das selbst bezahlen muss,
ist es schon immer eine ganz andere Sache. Da ist man einfach knauserig, auch wenn so eine Gesichtswaschcreme nur 12,50 € kostet. Sind aber immerhin 12,50 €. Ja, und deswegen verwendet man das sparsam, weil man davon sich nicht jeden Monat oder jeder 2, 3, 4 Wochen neue Sachen komplett kaufen will. Und deswegen aße ich damit auch nicht so rum, weil das Geld mir einfach sonst zu schade ist. Ja, dann habe ich natürlich Proben vom Bräuniger bekommen. Vom Bräuniger bekommt man immer ganz nette Proben, wenn es nicht gerade Antifaltencremes von Dior sind. Habe ich wieder die Dr. Hauschka Handcreme als Probe bekommen. Man bekommt beim Bräuniger immer genau die Proben von dem, was man bestellt, und das finde ich ganz schön toll. Deswegen kann man immer wieder was ausprobieren, aber das ist auch wieder ein Grund, man wird dann wieder noch süchtiger. Die Handcreme, die hatte ich auch schon mal gehabt als Probe, die ist recht gut, muss ich sagen. Also die riecht auch total lecker und mit Heilpflanzenauszügen, zieht schnell ein, ohne nachzufetten. Glycerin, Inhaltsstoffe, Eure, Laktose, Benzonate, Eugonal, also das natürlich ätherische Öle, oh, ja, und halt eben alles, was so halt eben mit einer Handcreme so drinne sein sollte, natürlich noch mit dem Eigengeruch von Dr. Hauschka. Also die ist auch zu empfehlen. Ich hatte auch mal die Augencreme von Dr. Hauschka, die ist auch toll, die zieht auch schön schnell ein. Und da braucht man auch recht wenig davon, wenn man sparsam damit umgeht. Dann habe ich immer noch meine Hautberuhigungsmaske, die aber schon offen ist. Das ist wirklich für mich der absolute Notfall. Da habe ich mir auch noch eine Anwendung aufgehoben für den Fall, wenn dieses Gesichtstonikum oder dieses Gesichtswasser hier zu starken Unreinheiten führt bei Aufbrauchen dieses Produkts, dass meine Haut so verrückt spielt, dass ich sie damit wieder beruhigen kann. Ja, das ist meine einzige Hoffnung. Aber ich will dieses Produkt leer kriegen, weil ich danach wirklich, wirklich, wirklich mir keine Gesichtswasser mehr nachkaufen werde, und das von Garnier werde ich wegschmeißen. Weil es ist ja schon benutzt, ich kann es auch nicht mehr verschenken. Ich werde wirklich beim Dr. Hauschka Gesichtstonikum bleiben, weil das für mich einfach das beste Tonikum ist. Es geht nicht ohne Tonikum, ich habe es auch eine Zeit lang mal ohne versucht, aber das ist irgendwie auch nicht so gut. Aber ich bleibe bei diesem Gesichtstonikum. Wobei ich gesehen habe, bei uns haben sie schon wieder den Preis erhöht um 5 Cent. Also ich finde das schon lang schön echt happig. Das ist mit 18 €, also es ist ganz schön heftig. Es sind zwar 100 Milliliter, aber bei diesem Produkt würde ich wahrscheinlich sogar 20 oder 30 € für ausgeben. Es ist einfach genial von der Wirkung her. Es ist das Glanzstück in der gesamten Dr. Hauschka-Pflege. Also wer das einmal probiert hat, über längeren Zeitraum hinweg. Und das ist einfach toll. Ich kann es nicht anders erwähnen. Und dann habe ich von Dr. Hauschka noch eine Probe bekommen, weil ich Make-up bestellt habe. Transcendent Make-up 01. Ja, Hellsand. Beim Bräuniger haben leider nicht das Porzellan, das muss ich mir noch extra irgendwo bestellen. Das werde ich mir auch noch irgendwie bei Amazon mal bestellen oder so, weil da habe ich gehört, da kann man auch Kosmetik bestellen. Und da haben sie auf jeden Fall das Porzellan. Hier haben sie leider nur die hellste Farbe, das Hellsand. Und da habe ich vor, dann im Sommer entweder das Tönungsfluid damit zu mischen oder das Porzellan und das Hellsand miteinander zu mischen, um einen gesünderen Farbton rauszukriegen. Ja, oder mit einer leichten Feuchtigkeitscreme, halt eben von Dr. Hauschka Rosencreme, irgendwie mischen, und dann kann man das Tönungsfluid mit jedem anderen Zeug ja auch mischen, um eine schöne Farbe zu kriegen, weil das Tönungsfluid alleine ist natürlich extrem, ja, erschreckend dunkel. Also ich habe einen halben Schock gekriegt, ich stand im Badezimmer und gedacht, okay, das soll ich jetzt verwenden? Wirklich? Oh Gott. Ich habe irgendwie gedacht, okay, kackbraun, nicht schlecht. Aber ja, ich habe mich dann doch überwunden, und es ist wirklich blendbar. Es ist wirklich richtig extrem blendbar. Also man sieht nichts, wie gesagt, und das ist ja auch Effekt der ganzen Sache. Man sieht nichts und man sieht trotzdem schön aus. Man sieht strahlend aus. Und ich bin dann wirklich im Sommer überlegen, ob ich dann wirklich komplett auf Make-up verzichten werde, ist noch so eine Frage, weil ich bin so ein Make-up-Junkie. Aber es wäre vielleicht eine Alternative, da irgendwann mal so länger drauf zu verzichten, vor allem mit den Inhaltsstoffen, die besser sind. Wie gesagt, wenn ich das alles richtig reviewt habe, und Tiegelchen, Lippenkosmetikum und die Sachen, die ich ja sowieso schon immer gekauft habe, dann werde ich die euch richtig präsentieren, vorstellen und so. Und das möchte ich mir echt nicht nehmen lassen, weil für mich ist das Ganze wirklich eine Investition für sich gewesen. Gut, dann zeige ich euch erstmal die Sachen. Nein, vorher komme ich noch zu dieser Tagescreme Rose und Mandel von Müller, Terra Naturi. Die habe ich euch letzte Woche schon mal vorgestellt. Und ich muss dazu sagen, vom Geruch her, es ist ein, wer nicht so viel Geld in die Rosencreme von Dr. Hauschka investieren möchte, boah, jetzt habe ich einen Deckel weggeschmissen, ist das
ein kleiner Geruchsdupe. Es riecht ein bisschen anders als die Dr. Hauschka Rosencreme, aber es hat ungefähr denselben Geruchsstil mit leichten Unterschieden. Ja, und auch von der Konsistenz her. Ich gucke gerade, ob das sieht's ähnlich aus, nur ein bisschen dickflüssiger. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht eine günstigere und Alternativmarke ist, weil es ja auch kontrollierte Naturkosmetik ist. Natürlich ist es nicht dasselbe und Dr. Hauschka hat nochmal ganz andere Vorteile, sage ich jetzt mal, und Qualitätsunterschiede. Aber wer nicht so viel Geld investieren möchte, ich habe das jetzt auch als Alternative, weil ich nach einem etwas günstigeren Drogerieprodukt, ähnlich wie Dr. Hauschka gesucht habe, das gefunden und damit bin ich bis jetzt eigentlich ganz gut gefahren. Das benutze ich immer mal, wenn ich zwischenzeitlich mal keinen Dr. Hauschka im Haus habe. Ja, was selten vorkommt. So. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich auch noch bekommen habe. Ich habe am Freitag ganz überraschend auch noch, außer Bräuniger, ein Paket bekommen von Sueva. Und zwar, ich bin ja bei genie.net angemeldet. Wer die Seite noch nicht kennt, das ist so eine Wunschseite. Da kann man sich halt eben Sachen wünschen und die Seite finanziert sich größtenteils durch Werbung und man kann sich diese Sachen dann halt eben wünschen, indem man selbst für sich entweder spendet oder andere spenden lässt. Und man muss halt eben solche Tagesaufgaben erfüllen. Das mache ich jeden Tag halt eben immer so nebenbei und irgendwann hat man seinen Wunsch dann vollständig und dann kriegt man das von der Seite dann gesponsert bzw. zugeschickt. Ja, und bevor ihr euch fragt, wie sowas überhaupt funktionieren kann, lest euch das Werbemanagement dieser Seite durch. Also das funktioniert wirklich. Ich habe es ausprobiert. Ich habe da schon zwei Sachen drüber, wie jetzt gesagt, die zweite Sache drüber erhalten und das geht wirklich. Und man bekommt keine Rechnung oder sonstiges, es wird wirklich von der Seite bezahlt. Ja, und es ist alles völlig legitim. Ja, aber ich denke mal, diese Seite wird ja auf YouTube auch schon etwas verbreiteter sein. Und dort habe ich mir die neue Metallic Stone Palette von Sueva bestellt oder beziehungsweise gewünscht und habe sie diese Woche bekommen, ganz überraschend. Also das erste Geschenk, was ich mir gewünscht habe, war ein Dr. Hauschka Lippenstift, weil ich natürlich gedacht habe, okay, Dr. Hauschka, super, ne? In der Lippenstift-Serie. Und habe dieses Paket, zeige ich das jetzt einfach mal so. Und steht's drauf bekommen. Zu Eva. Bruchsicher eingepackt. Und ja, die Palette sieht so aus. Nur für die Leute, die es interessiert. Und da sind 28 Farben drin und ich wollte die unbedingt mal ausprobieren, weil ich hier auf YouTube schon einiges Gutes darüber gehört habe.